Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Es herrscht vorweihnachtliche Ruhe an den Märkten. Bei DAX und DAO ist kaum noch Bewegung zu sehen. Wir sprechen über die aktuelle Lage jetzt mit Oswald Salcher von Flatex an der Börse. In Frankfurt steht er für uns bereit. Schönen guten Tag, Herr Salcher. Heute also der letzte Tag vor Weihnachten. Viele sind schon vielleicht im Weihnachtsurlaub oder zumindest vielleicht auch auf dem Weg dorthin. Passiert da überhaupt noch was an der Börse oder sehen wir jetzt schon so ein bisschen den Jahresschlussstand im DAX? Ja, hallo Marco. Also es ist wirklich sehr besinnlich und beschaulich heute hier in der Börse. Auch die PC unten sind nur zum Teil notbesetzt. Und was wir halt auf jeden Fall gesehen haben, ist, dass das Volumen im Laufe dieser Woche dramatisch zurückgegangen ist. Also seit vorgestern eigentlich ist es deutlich weniger als normal. Und wenn wenig Volumen da ist, dann passiert auch nicht mehr viel. Wir hätten uns schon gewünscht, dass wir zumindest die 11.500 noch schaffen. Das wird sich auch nicht mehr ausgehen. Seit gestern Nachmittag pendeln wir so um die 11.470 herum. Mit, wie gesagt, sehr wenig Volumen. Selbst, wir werden später noch drüber sprechen, die Deutsche Bank heute hat einen kleinen Aufreger produziert oder zumindest eine gute Nachricht und das hat sich kaum ausgewirkt, weil eben momentan das Volumen fehlt im Markt und deswegen ist es sehr ruhig. Interessant ist aber der Sentiment-Index beim DAX, also wie die Kunden positioniert sind von der Flatex, der ist immer noch sehr, sehr positiv, plus 0,68 aktuell gerade. Das heißt, man ist momentan noch der Meinung, dass der DAX weiter steigen könnte und diese Stimmung wird zumindest jetzt mal bis zwischen die Jahre hineingetragen und so wie es momentan aussieht, wir sehen kaum Mittelabflüsse, wir sehen kaum Trades, das ist richtig, aber kaum Mittelabflüsse auf der anderen Seite, das heißt, man hält Positionen zumindest mal über die Feiertage, sehr wahrscheinlich auch ins neue Jahr hinein und das Ganze mit einer positiven Stimmung, also man glaubt, der DAX wird dann im neuen Jahr weiter steigen, das ist zumindest schon mal das Positive an der ganzen Geschichte. Also die 12.000-Punkte-Marke bleibt uns verwehrt, natürlich auch die 11.005 anscheinend. Wir schauen auf eine andere runde Marke beim DAO. Da haben Sie auch immer wieder die 20.000-Punkte-Marke angesprochen und gesagt, jetzt könnte es so sein oder heute, morgen. Nein, es hat dann doch nicht geklappt, bis heute zumindest oder bis gestern. Ist heute der Tag, wo es dann doch noch so weit sein könnte? Naja, wenn man sich die Zahlen anschaut, Marco, dann waren wir in der Spitze bei 19.985, da haben gerade mal 15 Punkte gefehlt. Aktuell vor Börse sind wir etwas höher als der gestrige Schlussstand bei 19.933, das heißt, es fehlen weniger als 70 Punkte. Das ist machbar. Noch dazu, wenn man sich ein bisschen die Indikatoren anschaut, die den Dow Jones beeinflussen, also der Dollar steigt nicht weiter, das Öl ist relativ stabil, also machbar ist das, aber auch da sehen wir in Amerika relativ wenig Volumen. Auch da ist man schon vorweihnachtlich offensichtlich in Stimmung und hat wichtigere Dinge zu tun, als an der Börse zu traden. Wenig Volumen und das könnte am Ende vielleicht doch den Ausschlag geben, dass wir doch nicht mehr drüber kommen, zumindest nicht vor Weihnachten. Ob es zwischen den Jahren passiert, das hoffen wir schon, denn wie gesagt, es fehlen aktuell gerade mal 67 Punkte. Das ist machbar, aber wenn die Bewegungsrange so groß ist wie gestern, dann schaffen wir es nicht. Dann üben wir uns noch ein bisschen in Geduld, bis wir diese magische Marke wahrscheinlich sehen werden und schauen unterdessen auf die Deutsche Bank, haben Sie auch gerade schon angesprochen, heute Nacht eben eine Einigung mit den USA erzielt. Die Aktie ca. 4% ist hier im Plus. Ist es nicht aber sogar ein bisschen wenig, wenn man bedenkt, dass die zu zahlende Summe ja deutlich niedriger ist als diese 14 Milliarden, die mal gefordert wurden? Naja, man muss genau hinschauen, das ist schon richtig. Also wir sehen aktuell 4% im Plus und hätten uns ein bisschen mehr erwartet. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man jetzt zuerst einmal, dass 3,1 Milliarden bezahlt werden müssen. Und das ist natürlich viel, viel besser und viel, viel weniger als das, was man eigentlich gedacht hat. Denn wie gesagt, 14 Milliarden stand im Raum. Dann, ich habe es hier im Chart nochmal eingezeichnet, am 30.09., als die Deutsche Bank zum ersten Mal unter 10 Euro ist. Und dann kam eine Meldung, die wir bis heute nicht bestätigt hatten, dass man nur 5,8 Milliarden zahlen muss. Und dann ging ja die Deutsche Bank Intraday 17% hoch. Also jetzt steht 3,1 Milliarden da. Das ist auch noch deutlich weniger als 5,8 Milliarden. Also eigentlich müsste die Deutsche Bank einen Jubelsprung machen. Aber es ist so, dass jetzt sofort 3,1 zu zahlen sind und dann, wie ich hier lese, sind noch weitere 4 Milliarden, die im Laufe der nächsten Jahre bezahlt werden müssen. Und damit sind wir über diesen 5,8, die damals fälschlicherweise kolportiert worden sind. Also ganz so billig kommt die Deutsche Bank nicht davon. Und wenn ich mich richtig entsinne, dann hatten wir aktuell ungefähr knappe 6 Milliarden Rückstellungen bei der Deutschen Bank. Das heißt, es muss eine Kapitalerhöhung her, um diese Strafe überhaupt zu stemmen. Also die gute Nachricht ist, dass man sich zumindest geeinigt hat. Die schlechte Nachricht ist, dass es auf jeden Fall ordentlich teuer ist. Wenn es auch nicht 14 Milliarden sind, dann ungefähr die Hälfte. Aber trotzdem, es kostet ordentlich Geld. Aber dann ist zumindest mal dieses Thema auch abgeschlossen. Und von den, ich glaube, 8.000 Strafverfahren oder juristischen Verfahren, die Deutsche Bank offen hat, ist eines, und zwar das größte, dann definitiv vom Tisch. Das ist die positive Meldung. Und so gesehen passt eigentlich ganz gut dazu, dass der Aktienkurs aktuell im Plus ist, aber nur 4%, das passt.
Ein letzter Blick auf die amerikanischen Tech-Werte. Die leiden ja anscheinend noch immer unter dem zukünftigen Präsidenten Donald Trump. Facebook und Co. kommen nicht in die Gänge. Aber ein Unternehmen, das hat es ganz besonders hart getroffen, wieder mal in den letzten Tagen. Ein Minus von fast 5% in den letzten 7 Tagen. Was ist da los? Ja, ich glaube, Marco, sind fast 15% in den letzten 7 Tagen. Und das ist so ein bisschen symptomatisch. Insgesamt kommt die Tech-Branche, wie Sie richtig gesagt haben, nicht richtig in die Gänge. Aber Twitter ist nicht eine Katastrophe. Denn bei aller Euphorie und bei aller Zukunftsgedanken und was auch immer man an der Börse handelt, irgendwann muss Twitter auch mal positive Zahlen liefern. Und die sind definitiv nicht gut. Twitter hat noch nie, seitdem sie an der Börse notiert sind, Geld verdient. Und jetzt, und das dürfte dem Ganzen auch noch die Krone jetzt aufsetzen, hört man, dass auch noch der Cheftechniker, also der CTO, das Unternehmen verlässt. Also simplifiziert könnte man sagen, die Ratten verlassen das sinkende Schiff, weil sinkendes Schiff ist es definitiv. Egal, wie man zu Twitter steht und wie cool man diesen Dienst findet, am Ende geht es an der Börse auch wirtschaftlich darum, dass man Geld verdient. Da sehen wir überhaupt keine Möglichkeiten bei Twitter aktuell mit dem derzeitigen Geschäftsmodell, dass die jemals in die schwarzen Zahlen kommen. Und wenn sie jetzt anfangen, dass die Topmanager auch noch weggehen, wer soll dann das Unternehmen führen? Jack Dorsey, der CEO, ist dazu offensichtlich nicht in der Lage. A, kann das strukturell nicht. B, scheint er mir auch völlig ideenlos und visionslos zu sein. Also Twitter, das hatte ich schon mehrfach gesagt, ist auf bestem Weg, gegen die Wand zu fahren. Da könnte es dann noch spannend werden im nächsten Jahr. Dankeschön für den Moment, Oswald Seicher. Sehr gerne. Danke auch Ihnen und gerne bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.